Hallo und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest auf Episch, die Anniversary Edition. Und wir sind in Folge 48. Wir stehen hier auf den Mauern von Utgard. Und ja. Ey, ich war noch nicht bereit hier. Kannst du mal warten, bitteschön? Ja, da kommt der nächste auch gleich noch. Ja, wir werden uns hier mal schnell wieder durchbuffen. Ihr seht schon, es ist bitter nötig. Wir werden hier schon angegriffen. Von den fiesen kleinen Zwergen hier mit ihrer großen Kanone. So, wir hatten den Wiederbelebungsbrunnen hier in der letzten Folge erreicht, jawohl. Und machen jetzt hier weiter. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Nein, natürlich weiß ich, was uns erwartet. Viel ist es nicht mehr, so viel kann ich schon mal sagen. Dann sind wir auch auf Episch durch. Und ich freue mich so richtig drauf, mit euch dann auf Legendär weiterzumachen. Es ist eine Hassliebe geworden mittlerweile, ne? So, wir haben, genau, das wollte ich ja auch nochmal gucken. Wir haben 1,157 Millionen Elektrum angespart. Das heißt, wenn wir Episch durch haben, sind es bestimmt 1,3 Millionen. Und da wären wir dann natürlich als erstes nach Helos? Ja, Helos war das, ne? Das Startgebiet. Da werden wir uns dann hinbegeben und werden die Kugeln kaufen, bis das Elektrum alle ist, beziehungsweise bis wir uns keine mehr leisten können. Du stehst vor Tim. Oh, 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 oh. Ich bin eingefroren. Ich bin... Okay, jetzt hole ich mal hier den Hulk raus, ne? Das ist ein Boss hier, Tim... König von Jötunheim. Ne, Trim. Nicht Tim. Aber den schaffen wir. So, er hat keinen Mana mehr. Das heißt, er ist bloß noch halb so gefährlich. Ja, der kann aber zuhauen hier mit seiner goldenen Axt, du. Bam, 3738 EP bekommen. Möglich. Nee, nichts ist unmöglich. So, hinterlässt du auch eine Kugel? Sag mal. Auf jeden Fall eine königliche Truhe. Arkane Formel, Sphäre der Ewigkeit. Aber mich wundert's jetzt wirklich, dass der keine Kugel hinterlässt, ne? Der ist auch verschwunden. Seine anderen beiden Lakaien, die liegen hier noch rum. Nee, da ist Manfred. Das kleine letzte Folge, das war nicht Manfred. Manni. Da ist er. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben einen weiteren Boss gelegt. Oh, die Musik, die ist jetzt gerade so ein bisschen... angsteinflößend hier, ne? Ja. Also... in so großer Zahl, da sind die auch nervig, die kleinen Zwergenviecher hier. Da unten ist auch wieder ein Jötun-Riese, der da mangt den ganzen Mammuts rumläuft, aber das ist auch bloß Deko. Gefängnis von Utgard. Ich werfe gleich mal einen Blick auf die Karte. Und, Ilva, Prinzessin von Skansa. Die gerät aber auch immer wieder in Probleme, ne? Also, die Frau, die kann aber auch gar nichts. Ulf Jötun. Die müssen wir ja ständig retten und befreien. Ah!
Ja, ja, ich hol euch alle. So, die anderen Tore hier können wir nicht öffnen, oder? Ich bin da jetzt einfach so dran vorbeigestiefelt. Nö. Boah, das ist eine coole Musik hier. Also ich stehe auf dieses Minimalistische, ne? Bisher haben die diese Attacke noch nicht gemacht, wo ich instant gestorben bin. So, das Tor können wir nicht mit interagieren, hier auch nicht. Ach, da ist noch einer übrig. Hier drüben, lass mich raus! Ja, ich komme ja gleich. Ich muss mich hier erstmal um deine Wächter kümmern. So, jetzt ist hier aber Ruhe. Ein Mensch. Ich würde ja sagen, dass du von den Göttern geschickt wurdest. Aber nach dem, was passiert ist, bin ich mir nicht so sicher. Ich bin... Ja, Silva. In der Tat. Kennen wir uns? Ja, also ich habe dich schon ein paar Mal gesehen. Zumindest dein betrügerisches Ich. Vielen Dank, Krieger. Trim. Der Rohling hat mich hier eingesperrt, nachdem Loki mich als Teil irgendeines Paktes zu ihm gebracht hatte. Wie ein Stück Vieh. Ich sollte seine Frau werden, anstelle einer anderen, die sich offenbar beiden verweigert hatte. Als ob. Der trügerische Trickser hat aber nicht nur mich imitiert, um dich in die Irre zu führen, Held. Als er zum ersten Mal in unsere Halle in Skansa kam, fragte er den König, ob dieser eine Statue von sich wolle. Und als mein Vater auf das Podest trat, das er ihm anbot, verzauberte Loki ihn dort zu Stein. Aber ich werde einen Weg finden, ihn zu befreien. Okay, also ist dein Faddy versteinert. So, gut. Ja, das ist jetzt hier das Gebiet, was ich meine. Hier haben uns die Riesen instant getötet im normalen Durchgang. Mit irgendeiner Boden-Smash-Attacke. Jetzt haben wir hier schon wieder diese ollen Schlangen, ne? Auf Yggdrasils Ast haben die uns ganz schön Schaden gemacht, aber hier geht das zum Glück. Ja, mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt hier auf die ersten Riesen gleich treffen, ne? Da ist er schon. Also, falls ich jetzt hier gleich instant umkippe, dann wissen wir warum. Ach, ich wollte ja mal gucken. Ja, stimmt. Also hier im Inventarfenster trage ich immer noch keine Waffe, ne? Sehr, sehr seltsam. Obwohl die ja hier im Spiel zu sehen ist. Also ich verstehe es nicht. Fehlende Texturen können das ja nicht sein, weil dann würde ich die ja jetzt hier in-game auch nicht sehen. Oh Gott. Riesen bitte. Na toll, ich mache jetzt hier echt alles raus. Ich hau hier alles raus, was ich habe. Und dann waren die gar nicht so schwer. So, da sind die ersten Riesen. Bis jetzt ist noch alles gut. So ein bisschen mit auf die Map gucken. Hier ist auch irgendwo noch der Wein, den wir für die Zwerge finden müssen. Der Wein der Dichtung war das, glaube ich. So, jetzt wird's interessant. Geht noch, ne? Also, wir haben schon Schlimmeres durchgestanden. Oh oh. So wie das hier.
Wie viel haben wir denn jetzt hier eigentlich noch vor uns? Hier hinten ist, glaube ich, der Wein gewesen. Wir müssen... Ah, es ist noch ganz schön viel. Ich hatte ja gehofft, dass wir vielleicht schon in dieser Folge mit dem Akt hier auch fertig werden. Aber ich glaube, das wird nichts. Dafür ist das einfach noch zu viel. Aber vielleicht in der nächsten Folge. Mal gucken. Gut, wenn ich durchrenne, würde ich das bestimmt auch in dieser Episode schon schaffen. Ist aber die Frage, ob wir Ragnarök überleben. Also den Boss. Hi! Sorry, ich hab dich... Bist du schon lange hier? Ich hab dich echt nicht gesehen. Ich war gerade so vertieft. Ja, Surt, richtig. Schande auf mein Haupt, dass ich mir sowas immer nicht merken kann. Ich bin gerade so ein bisschen erstaunt darüber, wie wenig Probleme ich hier bei den Riesen habe, weil im Normaldurchgang bin ich ja da sehr oft gestorben. So. Den Brunnen werde ich mal schnell aktivieren und dann erkunden wir hier noch das restliche Gebiet. Beziehungsweise, wenn wir das noch säubern, erkundet ist es ja schon. Oha. Ja, kommt gleich alle her hier. Hast du sowas auch schon mal gehabt? Ich habe hier eine Waffe. Den Hexenstock. Und der wird mir hier im Charakterbildschirm gar nicht angezeigt. Also, ich habe hier eine leere Hand. Aber hier im Spiel sehe ich ihn. Ist ganz eigenartig. Unbeugsame Schamanenarmbinde. Hm. Das ist komisch, ja? Also, gut, ich meine, du hast die Steam-Version. Vielleicht ist die vom Update her schon so ein bisschen aktueller. GOG hinkt ja da meistens etwas hinterher. Hm. Gallischer Langspeer des Sturms. Hm. Auf jeden Fall ist das Ding cool. Ja, wobei das mit den Abstürzen scheint gebietmäßig irgendwie auch so ein bisschen zu sein, ja. Also hier in diesem, wie hieß denn der, Birkenwald, glaube ich, ne? Da hatte ich ja relativ viel Probleme.
Aber ich bin mit dem Problem auch nicht allein. Also ich habe das mal gegoogelt gehabt. Es gibt schon einige, die das auch haben, aber es gibt halt keine vernünftigen Lösungsvorschläge dafür. Wobei sich ja die Spielversionen eigentlich gar nicht groß voneinander unterscheiden dürften, ne? Aber wobei, wir müssen ja dieselbe Version haben, weil wir konnten ja zusammen im Multiplayer spielen. So, dann habe ich das jetzt hier gleich fertig. Naja, ich hoffe mal, dass das heute problemlos hier abläuft. Ich habe jedenfalls vorhin meine Version hier mal reparieren lassen und überprüfen lassen von GOG. Er hat aber nichts angezeigt, also scheint alles in Ordnung gewesen zu sein. Und ja, Treiber sind alle aktuell. Da achte ich eigentlich sehr drauf. Wobei das aber auch manchmal komisch ist, ne? Du hast, sag ich mal, die aktuellste Treiberversion. Alles läuft perfekt. Dann kommt ein neuer Treiber raus, den du nicht installierst. Und plötzlich hast du aber Probleme, ne? Weil angeblich dein, also Grafiktreiber jetzt beispielsweise mal, ne? Weil der dann nicht aktuell ist. Ist schon, manchmal ist das wirklich komisch. Robuste Spange. Oha, das ist schon wieder ekelhafter Lebenskraftzauber. Königlicher Asen Filigranschmuck. Ach, das ist ein Helm. So. Gut. Erst unten lang den Wein holen und dann zu den Zwergen bringen. Oh, wir bist... Ach so, ja. Was willst du? Lass mich gehen. Ich weiß nichts. Da oben? Das ist Nidbjörg, der Berg, in dem sich der Met der Dichtung befindet. Aber das weiß doch jeder. Ich hab's nicht gewusst. Hüah! Hüah! Hüah!
Aber genau da wollen wir jetzt hin. So. Oh. Eisriesen. Jetzt habe ich gerade gedacht, dieser Deko-Vogel ist auch ein Gegner. Na komm schon. Die Wolfsklaue brauche ich ja auch noch für das Amulett. Das haben wir auch noch nicht hergestellt. Oh. Postnova. Ja. Das müsste ich sogar noch bei mir haben hier. Aber ich glaube, ich hatte erst einen, diese Wolfsklauen-Dinger da. Das dachte ich mir jetzt gerade. Der Dichtung. Dann werden wir mal gleich zu den Zwergen in die Schattenlande. Was meinst du, sollte ich mir meine Waffe verbessern lassen oder sollte ich mir das aufheben? Warum mit Risiko? Ein Mensch? Hier unten? Du siehst mitgenommen aus, Wanderer. Du solltest bei uns einkaufen, sonst erwischen dich die Pilzwesen. Viel Glück. Der Met der Dichtung? Du hast ihn wirklich unmöglich.
Lass ihn mich kosten. Ja, das ist er wirklich. Ich kann es spüren. Wir stehen in deiner Schuld, Eindringling. Und ja, wir werden deinen Gegenstand fertigen. Es ist nur so, wir benötigen ein besonderes Material, um epische oder legendäre Gegenstände noch weiter zu verbessern. Stimmt. Es heißt Schwarzstahl und wir haben keinen. Da war ja noch was. Wir dachten nicht, dass es dir wirklich gelingen würde. Aber nachdem du den Met der Dichtung gefunden hast, kannst du uns vielleicht auch etwas Schwarzstahl besorgen? Bitte? Tja, da bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Aber dann kann ich mir immer noch Gedanken darüber machen, was ich nachher verbessern möchte. Wie ist denn das überhaupt? Ich hatte in der letzten Folge die Überlegung gehabt, wenn ich... Angenommen, meine Waffe. Ich könnte die ja auf dem normalen Schwierigkeitsgrad bei dieser Quest verbessern. Dann jetzt hier auf dem epischen und auf dem legendären auch nochmal, oder? Kann man die dreimal verbessern lassen bei den Zwergen? Oder bringt das nichts? Okay. So. Schade ist auch wirklich, dass man das nur einmal machen kann. Das hätte von mir aus auch, keine Ahnung, 25 Millionen Gold kosten können, ja? Oder 100 Millionen, keine Ahnung, dass man das nicht wirklich 20 Mal hintereinander machen kann. Dass das was Besonderes bleibt. Komische Höhle hier. Mal, wenn man hier so verlangsamt wird. Gut, haben wir das hier auch geschafft.
So, da oben auf der Karte habe ich schon die nächste Behausung, so wie es aussieht. Zumindest den nächsten Portalstein. Oh. Geomant Alvis. Dwergerheld. Für den bekommen wir mehr Erfahrungspunkte als für den Boss vorhin. Sehr eigenartig. Diese Frostnova. Na komm hier. Gott sei Dank, der nächste Brunnen. Gleich aktivieren. So, jetzt hat man hier Händler und Portalstein, ne? Wo ist denn... Achso. Stimmt, das Vieh war ja freundlich. Was ich hier mache? Wonach sieht es denn aus? Du weißt sicher nicht, dass wir Dwergre in alle neuen Welten für unsere Handwerkskunst bekannt sind. Und wir haben einen Weg gefunden, nach Belieben überall hinzureisen. Außer nach Asgard. Dafür hat Wotan gesorgt. Ja. Komm mit mehr Gold zurück. Noch mehr. So, das Gebiet ist jetzt hier auch wieder ein großer Kreis. Normannenschwert des Raureifs. Schrein der Erfahrung, der ist hilfreich. Vielleicht schaffe ich dann sogar noch den Stufenaufstieg in dieser Episode. Ach ja. Oh!
Ah, es könnte knapp werden. Das könnte echt knapp werden. Olle Hexe. Das ist schon wieder einer. Schon lange wieder nichts Besonderes gefunden hier. Eieiei. Also zwei von denen, die sind auch schon wieder ein bisschen... ...bisschen eklig. Was? Was? Ich hab jetzt... mit knapp, könnte knapp werden. Das Gebiet komplett aufzudecken, zu erledigen. Komm, da liegt Geld, ich hab's gesehen. Ach, mein Begleiter ist schon wieder futsch. So. Jetzt haben wir schon wieder die ollen Pilzwesen. Oh ja. Und dann noch die Hexe da oben dazu. Oh. Mal diese Giftspucker hier. Oh. Das war aber jetzt noch schon wieder Rettung in letzter Sekunde. Mann. So, sind wir hier auch gleich durch.
tiefer jahren würde, Wald. Der Stufenaufstieg, der rückt langsam in greifbare Nähe. Fehlt denn noch 265.000 Erfahrungspunkte. Oh Mann. So schade mit dem Loot hier. Oh. Jären habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Zuletzt, glaube ich, im besagten Birkenwald. Da habe ich die dann auch nur in schlechter Erinnerung. Ach ja, jetzt ist Spieler-Ego möchte das unbedingt da noch aufdecken hier unten und die Gegner besiegen. Aber eigentlich würde ich schon ganz gerne hier oben weiter. Naja, vielleicht bekommen wir jetzt gleich den erwünschten Stufenaufstieg zusammen hier. Ja. So kann man es auch nennen. Machst du das auch immer noch so, dass du wirklich jeden Gegner besiegst? Oder rennst du da streckenweise bei manchen Gebieten schon einfach nur durch, weil dich die Gebiete dann eher nerven? Also ich habe auch so manche Gebiete, die mag ich überhaupt nicht. Da würde ich am liebsten durchrennen. Aber ich mache es trotzdem nicht. Also ich versuche die immer schon alle komplett von Gegnern zu beseitigen. Hätte ich die Fackeln jetzt hier gerade nicht gehört, hätte ich den Durchgang
von der Seite aus hier gar nicht für voll genommen. Okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Weil du hast ja das Spiel sicherlich schon etliche Male durch. Oh, ein Händler. Na, der kommt wie gerufen. Sparen wir uns das Teleportieren. Oh. Nordische Armschienen der Tücke. Ah, fehlt mir wieder die Angriffsgeschwindigkeit. Was ich hier mache? Wonach sieht es denn aus? Du weißt sicher nicht, dass wir Dwergre in allen neuen Welten für unsere Handwerkskunst bekannt sind. Doch. Und wir haben einen Weg gefunden, nach Belieben überall hinzureisen. Außer nach Asgard. Dafür hat Wotan gesorgt. Ja, ich weiß. Wir kommen von Ymir, nicht von den Göttern. Oh, oh, oh. Was denn jetzt hier? Oh Mann. Oh, ich habe gerade gedacht, ich bin gestorben. Ja, jetzt. Das war klar. Mann. Das gibt's doch nicht. Boah, dann tauche ich auch noch hier. Ja. Ich habe Macbeth nie gelesen. Ist, nicht mein... Mein Interessengebiet. Jetzt fehlt mir natürlich wieder ein ganzes Ende Erfahrung, ne? Wenn ich die nicht zurückbekomme. Ich hab doch gerade... Ach, den kann ich noch nicht beschwören. Okay. Oh, noch einer von denen. Glaube ich gern. Bei Verfilmungen ist das sowieso... Jetzt aber hier. Es gibt selbst von guten Büchern miese Verfilmungen und andersrum ja genauso. Es gibt von schlechten Büchern gute Verfilmungen.
Ah, Macbeth war doch, oh, ich hoffe, ich sag jetzt nichts Peinliches, ne? Aber war das nicht auch von Shakespeare? Okay. Habe ich ein bisschen Allgemeinwissen. So, da ist er wieder. Mehr zu verkaufen? Gut. Mein Grabstein ist hier. Den werden wir gleich mitnehmen. Warum komme ich denn da nicht hin, verdammt? Ah, da wartet schon die nächste. Boah, das... Schande. Boah, wieder da runterlatschen. Das ist aber auch jedes Mal... Da hat man die ganze Zeit eigentlich relativ problemlos gespielt hier. Und dann hast du wieder diesen einen Gegnertypen, der reißt wieder alles rein. Wo war denn der Durchgang hier, ne? Ja. So, meinen Begleiter kann ich noch nicht holen. Da ist er schon. Oh, stich auch genau drin, ne? So, ich belasse es jetzt dabei. Ja, an sowas denke ich immer gar nicht. Hast recht. Weil der hat ja auch diese Schadensreduktion. Gut. Das war's. Auch das Gebiet geklärt. So, dann... Haben wir jetzt hier noch dieses geschlängelte... Ja, oder die Lichtung von Yggdrasil. Das geschlängelte Waldgebiet, wollte ich gerade sagen. Momentchen mal. Ah, okay. Noch 47.000 Erfahrungspunkte. Mann. Aber mittlerweile verstehe ich auch, warum die Kolossform so eine hohe Abklingzeit hat. Noch 5.000 Erfahrungspunkte.
Da ist er. Sehr schön. So, dann würde ich die Kolossform mal aufs Maximum steigern. Ja. Und den letzten Punkt verlangsamen auf Maximum. Hier, das könnte ich auch noch weiter. Schadensreflexion, genau. Das wollte ich auch noch maximieren. Da kommen wir noch nicht weiter. Da drin war dieses komische Labyrinth, glaube ich, ne? Ein bisschen was ist noch hängen geblieben vom ersten Durchgang. Böse Salamander. War das der bei Korinth? Nee, Quatsch, nicht Korinth. Ach Gott, wo war das? Aber nein, war ich nicht. Nee, das war der in dem Wald, oder? Ich bring die immer durcheinander vom Namen her. Im tiefen Wald, ja, genau. Sieh an, wir haben einen unerwarteten Gast. So, gut. Werde ich nochmal meine Gegenstände verkaufen. Wenn der Teleport funktioniert. Jawohl. Kann ich auch gleich den... Willkommen, Fremde. Schau dir unseren Laden an. Mein Vater ist der beste Schmied in der Stadt. Nirgendwo findest du schärfere Klingen. Lass mich raten. Noch mehr Bernstein? So. Gut, du kommst noch hier mit rein. Und dann mal gucken. Wolfsklaue. Wie viel habe ich denn jetzt davon? Immer noch ein... Nee, das Raptorenzahn. Hier. Zwei. Ein Stück fehlt mir noch davon. Das müssen auch die epischen sein, ja. Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Die Folge ist leider schon wieder vorbei. Aber wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.